So, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Wir haben jetzt eine halbe Stunde lang über Instrumental Variables gesprochen. Was war die Grundidee bei Instrumental Variables, bei dem IV-Design, könnte man auch sagen? Die Grundidee war ja zu sagen, lasst uns eine Variable z finden oder mehrere Variablen z, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit x stehen, dahingehend, dass sie eine Ursache sind für unsere vermutete kausale Variable x, die uns eigentlich interessiert, die quasi so gut wie zufällig aber zugewiesen wird. Das heißt, ob einzelne Probanden einen hohen oder niedrigen Wert in z haben oder die Ausprägung 1 oder die Ausprägung 0 in z, das sollte so gut wie zufällig sein. Und das war diese sogenannte Exclusion Restriction oder Exclusion Criterion. Es darf keine anderen Pfade auf den Outcome Y geben. Jetzt möchte ich euch noch das Regression Discontinuity Design vorstellen oder RDD, manchmal auch abgekürzt. Und wenn man den Text jetzt hier liest, der hier in dieser orangen Box steht, klingt er erstmal sehr, sehr, sehr ähnlich. Und deshalb war es auch gut, so lange und ausführlich über IVs zu sprechen oder Instrumental Variables, denn die Grundidee ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben nach wie vor das Problem, dass wir nicht das, was uns eigentlich interessiert, zum Beispiel eine politische Maßnahme in unserem, also ein Treatment letztlich, dass wir das nicht randomisieren können. Aber wir könnten vielleicht einen ebenfalls wiederum nahezu zufälligen, arbiträren Einfluss Z finden, der einen sehr großen Unterschied macht für das Auftreten von x. Also stellt euch vor, eine Variable, die quasi zufällig auf mich zutrifft oder nicht. Aber dann gibt es eine, und das ist die sogenannte Diskontinuität, die wir gleich betrachten werden, dann gibt es sehr deterministisch plötzlich einen Sprung in der Variable x, die nämlich entweder auftritt oder nicht, abhängig von meinem quasi zufälligen Wert in z. Das wird gleich noch ein bisschen deutlicher werden. Und auch hier wieder die Idee, dass dieses sonst eigentlich nichts mit Y zu tun haben sollte. Lass uns mal so eine Diskontinuität angucken. Was zeigt uns dieser Graph hier? Wir sehen auf der X-Achse Tage rund um den Geburtstag. Könnt ihr euch also überlegen, ich habe zum Beispiel am 10. April Geburtstag. Das wären jetzt also hier sozusagen irgendwie die Zeit vom 10. März bis zum 10. Mai. So, die hier abgetragen ist auf x. Was ist auf y abgetragen? Auf y sind Number of Deaths, also ein relativ morbides Thema hier mal wieder. Es geht um das die Anzahl der Tode, die gestorben werden, rund um den Geburtstag. Warum sind jetzt hier aber drei Linien? Es gibt eine Linie für den 20. Geburtstag. Was sehen wir? Wir sehen quasi nichts. Wir haben eine Art Rauschen. Ebenfalls für den 22. Geburtstag, der ist ja auch in Grau gezeigt, rund um den 22. oder den 20. Geburtstag einer Person passiert nicht viel. Aber was passiert rund um den 21. Geburtstag der Probanden, gibt es sozusagen, also wenn man rückwärts guckt, wie weit, man kann ja auch fragen, wie weit von ihrem Geburtstag, in dem Fall wie weit von ihrem 21. Geburtstag, waren die Menschen, die leider versterben, so entfernt. Und das ist also eine dieser vielen Kuriositäten, mit denen sich die Ökonometrie vor allem besonders gern beschäftigt. Man sieht hier einen ganz schönen Spike. Das ist so eine Diskontinuität. Ihr seht es schon hier und ihr wisst vielleicht auch, der 21. Geburtstag spielt für US-Amerikanerinnen und Amerikaner eine relativ große Rolle. Warum? Weil es in sehr vielen amerikanischen Staaten, US-Staaten, das Minimum Legal Drinking Age definiert. Also ab 21, von einem Tag auf den anderen, darfst du dir Alkohol selber kaufen. Trink mal einen Schluck Kaffee, kein Alkohol. Und vorher darfst du das nicht. Das ist also genauso eine Diskontinuität, die wir meinen. An sich ist doch nichts anderes, ob ich jetzt 10 Tage vor meinem 21. Geburtstag stehe oder 10 Tage danach. Menschen, die 10 Tage vor ihrem 21. Geburtstag stehen, sollten hinsichtlich all möglicher Variablen wunderbar vergleichbar sein. Ceteris paribus. All things being equal, mit Leuten, die 10 Tage nach ihrem 21. Geburtstag sind. Aber was ist der Unterschied? Diese Minimum Legal Drinking Age Variable, kann man sagen, darfst du dir Alkohol kaufen oder nicht, die sprang auf einmal für dich von 0 auf 1. Und genau solche Diskontinuitäten macht man sich zunutze in Regression Discontinuity Designs. Regression.
Was wird also regressiert? Eine Outcome-Variable Y, in dem Fall könnte das sowas eher Unangenehmes wie das Versterben, Anzahl Tode sein, kann ich regressieren auf etwas Kontinuierliches wie Alter. Und ich kann dann aber markieren, was ist der Einfluss, kann ich erstmal sagen. Ich kann erstmal markieren in meinem Graph diese sogenannte Diskontinuität, die da auftritt. Und das ist hier gezeigt. Dieser Plot zeigt, das ist übrigens wieder aus Ankrist und Pischke, wer das nachgucken will, also aus diesem Mastering Metrics Buch. Dieser Graph zeigt wiederum das Alter gegen die sogenannte All-Cause Mortality, also das Versterben von allen möglichen Ursachen. Und eingezeichnet hier in der Mitte des Plots ist quasi die Diskontinuität, dass nämlich eben der 21. Geburtstag hier den Unterschied macht. Und was wird dann technisch gemacht? Technisch, viel technischer mache ich es nicht, viel mathematischer, aber das passiert im Hintergrund eigentlich. Wir finden eigentlich zwei Regressionen. Wir finden eine Regression für alle, für die diese diskontinuierliche Variable, die eigentliche Treatment-Variable, nämlich darfst du dir Alkohol kaufen oder nicht, noch null ist. Das wäre quasi hier im linken Teil des Graphs. Und wir finden eine zweite Regression mit einem eigenen Intercept und einer eigenen Slope, also quasi für diese andere Hälfte der Daten quasi, die nämlich über dieser Diskontinuität liegt. Und wie man hier mit dem bloßen Auge schon sehen kann, oder das versuchen diese Daten zu zeigen, hier steckt ein Sprung drin. Ich habe das für euch auch mal komplett annotiert. Wir reden also letztlich über drei Variablen. Wir reden über eine Outcome-Variable Y, die ist auf der Y-Achse. Wir reden über eine auf darauf regressierte Variable, die nennt man oft die Running Variable. Im nächsten Slide heißt die dann auch R. Das wäre in dem Fall das Alter in Monaten. Und dann haben wir eine Dummy-Variable, könnten wir sagen, das kennt ihr schon, eine Dummy-Variable 01, die einfach nur kodiert, warst du über oder unter 21. Und man liest dann wirklich an dieser Diskontinuitätsstelle, an dieser Threshold, an dieser Schwelle quasi ab, den Unterschied der beiden Regressionsgeraden und den würde man interpretieren als diese Regression Discontinuity. Und würden ihn interpretieren als einen sogenannten Local Average Treatment Effect. Average Treatment Effect, darüber haben wir schon viel gesprochen, ist quasi immer unsere Art, den kausalen Effekt abzulesen, als einen Unterschied in Erwartungswerten letztlich. Also was ist der Erwartungswert für Menschen, die quasi roundabout 21 sind, die aber gerade noch drunter sind, ja, verglichen mit Menschen, die roundabout 21 sind, aber genau die diskontinuierliche Variable auf 1 haben, weil sie eben genau über 21 sind. Das ist der sogenannte Late oder Local Average Treatment Effekt, den wir auch so mehr oder weniger gerade schon bei den Instrumental Variables definiert hatten. Was passiert hier also noch? Bisschen formeller nochmal. Wir definieren eine diskontinuierliche Variable, die nur zwei Zustände kennt, nämlich 0 oder 1, eine Dummy-Variable könnte man sagen, die aber quasi eine diskontinuierliche Transformation ist unserer kontinuierlichen Running Variable. Wenn also R größer gleich einem ja, letztlich irgendwie beliebigen Kriterien ist. In dem Fall geht es um das in diesem Minimal Legal Drinking Age, wäre der Wert hier 21. Wenn also die Running Variable Alter gleich oder größer 21 ist, dann springt die diskontinuierliche Variable, das Treatment, auf 1 und darunter ist es eben noch 0. Ja, man nennt es auch manchmal eine Step Function. Wenn ihr das also quasi, ihr könnt x abtragen gegen r, dann macht ihr es einfach so einen Sprung. Ja. Und zwei Sachen sind hier wichtig. Erstens, das Treatment ist eine deterministische Funktion der Running Variable. Die Running Variable, die ja quasi zufällig in der Bevölkerung eben auftritt, bist du jünger, bist du älter, 21, bist du 10 Tage jünger als 21, bist du 8 Tage älter als 21, die determiniert den Zustand dieser Treatment-Variable. Und wiederum ist der Treatment-Status also diskontinuierlich. Der macht einfach einen Sprung. Wir reden immer auch über kausale Graphen und versuchen uns immer solche neuen Szenarien, solche neuen Tricks, die wir hier kennenlernen, auch als kausale Graphen vorzustellen. Und das kann man auch versuchen für Regression Discontinuity Designs. Das ist aus dem
Causal Inference Mixtape von Scott Cunningham. Der hat es mal versucht zu zeigen. Und erstmal könnte man sagen, hier links gezeigt, erstmal ist diese Running Variable Age vielleicht auf verschiedene Arten, hängt die vielleicht mit dem Versterben zusammen. Das hat man auch, wenn ich da kurz mal zurückspringen darf, auf diesen Slide hier, dann sieht man das auch. Da gibt es vielleicht einen kausalen oder unkausalen, also es könnte auch irgendwie über eine Variable U gehen. Es gibt vielleicht einen Zusammenhang zwischen sozusagen Todesrate und Alter. Ja, es kann also sein, dass zum Beispiel das erreicht nämlich vielleicht in der Adoleszenz irgendwo mal so seinen Peak mit 15, 16 und dann nimmt es ab. Und dieses Abnehmen, das sehen wir hier eigentlich gerade vielleicht noch, dass es eigentlich so eine Abnahme gibt. Ja? Also ignoriert mal kurz diese Diskontinuität. Und das ist quasi in dem kausalen Graph hier links gezeigt. Die Running Variable und zum Beispiel immer noch Alter kann sich auf verschiedene Arten auf Y auswirken. So, was passiert jetzt aber in diesem rechten Graph, der Cunningham nennt den Limiting Graph? R geht sozusagen im Limit, im Limes quasi gegen einen Threshold-Wert, konvergiert gegen einen Threshold-Wert. In unserem Fall ist das diese magische 21. Also, wie lese ich diesen Graph hier, diesen Limiting Graph? In dem Maße, in dem die Running Variable R gegen 21 geht, gilt quasi dieser Graph im Limit. Und in diesem Graph ist es dann also so, dass wir eine deterministische Beziehung haben zu x. Ja. Hier haben wir eine ganz klare Beziehung, das haben wir jetzt schon mehrfach rausgearbeitet. Und es gibt dann quasi eine, man könnte sagen, eine Dekonfundierung durch diese quasi zufällige oder arbiträre Zuweisung von x, die auf der Altersvariable basiert, gibt es dann keine Konfundierenden mehr zwischen Alter und Y. In anderen Worten nochmal, beziehe ich mich jetzt auf dieses kleine Formelwerk hier unten. Wir könnten sagen, natürlich würden wir eigentlich den gleichen Erwartungswert erwarten für jemand, also für die, in dem Fall immer noch die Wahrscheinlichkeit zu versterben, ob du jetzt gerade kurz vor deinem Geburtstag, vor deinem 21. Geburtstag stehst oder kurz drüber bist, sollte doch eigentlich gleich sein. Aber wir suchen ja auch nicht den Erwartungswert von Y gegeben R, sondern wir suchen den Erwartungswert von Y gegeben X, gegeben diese politische Maßnahme, lasst uns mal das Minimal Drinking Age bei einem beliebigen Wert sozusagen festsetzen, bei 21. Das, vielleicht habe ich das am Anfang zu wenig klar gemacht. In diesem Beispiel interessiert man sich natürlich davor, gibt es einen Einfluss dieser politischen Maßnahme, Alkohol zu legalisieren oder zu illegalisieren quasi auf die Gefahren für junge Leute. Das ist ja eigentlich die Frage, die hier dahinter steckt. Wenn das alles so schön funktioniert, dann kann man sagen, dann kann man einem Regression Discontinuity Design wirklich fast mit dem bloßen Auge die Effekte ablesen. Das ist allerdings auch nicht so ganz ohne Tücken. Dafür habe ich euch noch drei Szenarien mitgebracht und dann zeige ich euch noch ein Datenbeispiel. Und dann soll es an sich auch dazu wiederum gewesen sein. Kurz auf die Zeit gucken. Ja, genau. Wir haben hier in den drei Datenbeispielen jeweils eine Diskontinuität, die wir sehen können. Aber was die Bilder uns zeigen wollen oder wovor sie uns warnen wollen, ist, dass es nicht in jedem Fall, nur weil es so diskontinuierlich aussieht, auch diskontinuierlich ist. Das sind jetzt letztlich alles Probleme, die einfach damit zu tun haben, dass wir keine Effekte am grünen Tisch, im Graphen oder in der Population uns hier einfach hinmalen, sondern wir werden es mit echten Daten zu tun bekommen, wenn wir Regression Discontinuity einsetzen. Daten, wir werden limitierte Datenmengen, limitierte Stichprobengrößen haben und deshalb werden wir Rauschen haben. Im obersten Beispiel hier, was hier gezeigt ist, sind es tatsächlich wiederum zwei getrennte Regressionen. Aber natürlich, wenn ich nur an der Hälfte meiner Daten die eine Regression fitte, dann bekomme ich ja sozusagen, darüber wird noch zu reden sein in den kommenden Wochen, eben aus dem tatsächlich bestehenden Beta nur eine Schätzung Beta-Hut oder ein B, könnte man sagen. Und das kennen manche vielleicht noch, wenn die Statistik 2-Videos von mir kennen oder sich jemals mit dem Schätzen von Regressionskoeffizienten mal kurz befasst haben. Das fällt je nach Stichprobe natürlich mal so aus. Und deshalb könnte ein Bild wie das hier oben gezeigte natürlich auch
quasi per Zufall oder durch Rauschen entstehen und kein wirklicher Ausdruck eines kausalen Effekts sein. Wir hatten ja gesagt, wir wollen eigentlich ganz stumpf an der Diskontinuität, an der Stelle dann sozusagen ablesen, also wie hier die Schätzung ist versus wie hier die Schätzung ist, letztlich wie die Steigung in dieser Gruppe ist und wie die Steigung in dieser Teilmenge der Daten ist. Und das kann natürlich, das wird nie identisch sein. Das ist die Lektion hier dieses oberen Graphen. Im unteren Graphen ist es noch ein bisschen komplizierter. Wir unterstellen, dass es einen linearen Zusammenhang gibt, wenn wir ein Regression Discontinuity Design machen, zwischen einer Running Variable und einem Outcome. Wenn aber jetzt hier zugrunde liegend zwischen der Running Variable, in unserem Fall Alter, und dem Outcome Y ein irgendwie komplizierterer, nicht linearer Zusammenhang besteht, zum Beispiel wie hier gezeigt ein kubischer, also dritten Grades, ein Polynom dritten Grades hier wirkt, dann kann natürlich auch das ein bisschen die Diskontinuität optisch sozusagen fast oder in Zahlen erzeugen, die aber eigentlich werden diese Daten ohne Diskontinuität wunderbar durch einen kubischen Trend abgefangen. Und wir würden uns hier vielleicht so ein bisschen in die Tasche lügen, wenn wir das hier als diese Diskontinuität, die da drin ist, überinterpretieren würden. Genau. Und es könnte auch sein, das wäre dann allerdings natürlich ein Kunstfehler, dass rund um unsere Schwelle, rund um unser Alter, vielleicht die 21, wir zwar unterstellen, dass die Variable R hier eigentlich linear sozusagen eigentlich durchläuft und dann nur diskontinuierlich die Variable X greift. Es könnte aber sein, dass eigentlich zugrunde liegend auch irgendwo dort in der Gegend eine nichtlineare Zunahme in R drin ist. Und die würden wir dann missinterpretieren als eine Diskontinuität oder als einen Effekt in X, während eigentlich schon R hier quasi, wenn auch nicht so eine Step-Function, so ein Sprung, aber doch eine gewisse nichtlineare Zunahme drin ist. Das wäre dann auch ein Kunstfehler, das als kausalen Effekt zu interpretieren. Zum Abschluss vielleicht noch ein Datenbeispiel für Regression Discontinuity Designs. Ich habe kurz geschaut, ob ich ein Beispiel zu unserem Standardthema, nämlich dem vermuteten kausalen Einfluss von Cannabismissbrauch auf Psychose finde. Das hat sich schwieriger gestaltet als gedacht. Aber rund um das Thema Drogenlegalisierung, also wir hatten jetzt eigentlich Minimal Legal Drinking Age, es gibt auch solche Studien zu Cannabis. Und hier geht es jetzt nochmal um Opioide, also rund um das Thema, was ist der Einfluss von politischen Entscheidungen, Drogen zuzulassen oder nicht zuzulassen. Dazu gibt es sehr, sehr viel mit Regression Discontinuity Designs. Ihr ahnt vielleicht auch schon warum, weil es eben diese politischen Entscheidungen letztlich immer arbiträre Setzungen machen, die führen zu solchen Diskontinuitäten. Man legt also fest per Gesetz, wenn du 6 bist, wirst du eingeschult. Oder wenn du 21 bist, darfst du dir Alkohol kaufen in Amerika. Oder, wie in diesem Beispiel, auch in Amerika wird da mit zweierlei Maß gemessen. Also Alkohol darf man sich erst mit 21 kaufen. Aber mit 18 gilt man trotzdem in vielen politischen Szenarien als volljährig oder zumindest im medizinischen Kontext, nämlich hier. Hier ging es darum zu fragen, was ist der Einfluss von einer Verordnung von Opioiden einmalig durch einen Arzt. Also es geht eigentlich um die Verschreibepraxis sozusagen von Ärztinnen und Ärzten. Und was sind die detrimental outcomes, bisschen längerfristiger, von so einer Verschreibung von Opioiden? Wie ihr vielleicht wisst, gab es in Amerika eine regelrechte Opioid-Epidemie in den letzten, wenn man sagen, 20, 15 Jahren, 10 Jahren, dass, sage ich mal als Psychologe, ohne Experte zu sein, die Idee hier ist, dass ebenfalls eine relativ laxe Verschreibungspraxis oder ein laxer Zugang zu schweren Schmerzmitteln, zu Opioiden, letztlich zu Opioidabhängigkeiten und allen sozioökonomischen Problemen, die damit einhergehen, geführt haben und auch zu hohen Overdoses, also so Sterberaten. Diese Studie hier fragte jetzt, was ändert sich? Was ist die Diskontinuität, die untersucht wird, wenn du 18 bist oder ein paar Tage jünger? Also entweder du bist 18 und älter oder du bist ein bisschen jünger als 18. Was ändert sich, wenn du in eine Notaufnahme kommst? Ist das Regime so, dass du mit Opioiden behandelt wirst?
vielleicht nur einmalig, aber du kommst in Kontakt mit Opioiden sozusagen. Oder verlässt dann auch vielleicht die Notaufnahme mit einem Rezept für Opioide. Ja? Sollst die wahrscheinlich nur ein paar Tage nehmen, aber das ist halt der Unterschied. Und für letztlich Kinder, würden wir sagen, also Menschen, die kurz unter 18 sind, ist diese Verschreibungspraxis eine andere. Die kriegen keine Opioide. So, und dann haben wir die Outcome-Variable hier. 12-Monats-Follow-up. Gibt es einen, ich sag mal in meinen Worten, negativen Opioidvorfall? Gibt es einen Adverse Outcome, der mit Opioiden zu tun hat? Es könnte eine Überdosis sein oder nochmal, du wirst sozusagen irgendwie nochmal medizinisch aktenkundig wegen deinem Opioid-Gebrauch. Oder rund um das Thema Opioid in den nächsten 12 Monaten gibt es da Probleme. Und wir sehen also hier nochmal Alter als Running Variable wiederum und als Treatment Variable sozusagen die Adult Care, habe ich das mal genannt. Also die Versorgung nach der Leitlinie, aber eben für Erwachsene. Und die involviert dann eben Opioide. Und gibt es, ich habe es jetzt mal hier Opioid Dependency genannt, also das wäre das Gleiche hier sozusagen. Also gibt es eigentlich ein Weiterbenutzen von Opioiden, was dann auch nicht mehr unter Verschreibung erfolgt. Und letztlich haben wir Anzeichen für eine Opioid-Abhängigkeit. Ja. Und die Autoren dieses Papers sagen das auch mal so ganz klar, was ist eigentlich hier die Rationale, was sind die Annahmen, warum verwenden wir Regression Discontinuity Designs? Among patients approximately age 18, ja, so rund um den 18. Geburtstag, die sollten ja eigentlich, ceteris paribus, in allerlei Hinsicht total vergleichbar sein. The effect of the abrupt change from child to adult status on either opioid prescription or adverse events around opioids must be mediated only. Das kann ja dann eigentlich nur davon kommen, by differences in the care provided to adults compared with that provided to children. Ja? Also, wir können auf diese Weise eine kausale Aussage darüber machen, ob die Adult Care, die Opioide beinhaltet, quasi zu Problemen führt. Oder nicht? Das waren die Regression Discontinuity Designs, die also sehr eng, konzeptuell schon sehr eng verwandt sind mit den Instrumental Variables, nämlich zu sagen, lasst uns eine irgendwie quasi zufällige, eine quasi zufällige oder arbiträre, würde man sagen, arbiträre Zuweisung finden, die dafür sorgt, dass die Menschen, die rund um diese arbiträre Zuweisung sitzen, rund um die in ihrem kontinuierlichen Wert, rund um die arbiträre, diskontinuierliche Treatment-Zuweisung eigentlich sehr, sehr vergleichbar sein sollen. Das letzte Verfahren sozusagen, was ich heute noch besprechen möchte, sind die sogenannten Differences in Differences. Die machen wir jetzt nochmal ein bisschen reduzierter. Man kann also sagen, wir haben am meisten über Instrumental Variables gesprochen, dann haben wir kurz über Regression Discontinuity Designs gesprochen. Jetzt möchte ich eigentlich fast noch ein bisschen knapper über eine nochmal sehr ähnliche Idee sprechen, nämlich die Differences in Differences. Wir können nochmal ganz grundsätzlich festhalten in dieser ganzen Kausal-Inference-Logik. Wenn wir keine Randomisierung haben, wenn wir es nicht durchführen können, wenn wir kein, in unseren Worten, echtes Experiment machen können, dann unterscheiden sich die, die die Behandlung bekommen oder aussuchen und die Kontrollgruppen vermutlich aus sehr vielen Gründen. Ja, Selection Bias. Konfundierungen aller Art. Allerdings kann man auch oft Fälle identifizieren, wo man sagen würde, die Ergebnisse jener in der Treatment-Gruppe oder der Verlauf der Outcome-Variable in einer wie auch immer gearteten Treatment-Gruppe oder Treatment-Bedingung und einer, Achtung, noch zu identifizierenden Kontrollgruppe sollten doch eigentlich erstmal parallel zueinander verlaufen, wenn keine Behandlung stattfindet. Ja? Ich kann vielleicht hier schon mal als Beispiel zum Beispiel anteasern, es könnte irgendwie doch so sein, dass während der Pandemie hat man da öfter drüber gesprochen, Schweden und Norwegen sind so relativ vergleichbare, aus unserer Sicht zumindest relativ vergleichbare Gesellschaften, in denen vieles ähnlich läuft, gemeinsame Kultur letztlich auf irgendeine Art haben und ähnliche sozioökonomische Umstände. Der Verlauf einer Epidemie zum Beispiel oder einer Pandemie wie Covid-19 sollte erstmal in den Ländern nicht fundamental unterschiedlich sein. Also, die Idee wäre eigentlich ähnliche Verläufe. So, und jetzt kommt hier wieder ein nicht
random, aber eine politische Maßnahme vielleicht, eine Einführung einer Policy. In Covid-19 könnte es zum Beispiel überhaupt die Maßnahme von epidemiologischen Maßnahmen, Masken, Abstand, Lockdown etc. zum Beispiel sein, ja. Und jetzt kann man fragen, sozusagen, wenn jetzt eine Abweichung im Verlauf dieses Trends in einem der beiden Länder da ist, in dem behandelten Land oder in dem ein Treatment ergriffen wurde, dann trauen wir uns in der Causal Inference dann wieder das als einen kausalen Effekt zu interpretieren. Also das Ganze atmet jetzt hier nochmal sehr den Geist der Potential Outcomes. Wir sehen das auch gleich nochmal im Graph. Die Grundidee ist, wenn nichts passiert, dann sollten eigentlich Behandlung und Treatmentgruppe, wenn sie auch nicht identisch sind, aber über die Zeit sollten sie ähnlichen Verläufen unterworfen sein. Und wenn sie das nicht sind, dann hat das vielleicht was mit dem Treatment zu tun. Warum Differences in Differences? Geht also um Differences, meistens jetzt Differences über die Zeit. Ja, Trends könnte man auch sagen. Dinge sind nicht stabil über die Zeit, Dinge ändern sich. Warum Differences in Differences? Wir glauben jetzt, Unterschiede in diesen Trends zu identifizieren und diese dann auch kausal interpretieren zu können. Wenn ihr bei Unterschiede in Unterschieden an unsere Definition einer Interaktion denkt, dann liegt ihr da genau richtig. Das ist etwas, was wir uns im linearen Modell in den kommenden Wochen auch nochmal statistisch angucken werden, was das eigentlich heißt, eine Interaktion in ein Modell aufzunehmen. Aber wir sehen das heute gleich mal hier für diesen kausalen Fall in Interaktion. Ihr seht gleich auf dem nächsten Slide, im Prinzip werden Differences in Differences getestet als Interaktionsterme in einer statistischen Analyse. Aber in was für einer Analyse genau? Die Grundidee ist im Prinzip, ich habe eine Outcome-Variable. In dem Beispiel, was ich euch gleich zeigen möchte, geht es zum Beispiel um eine Bankenkrise, um das Bankensterben, also um die Pleiten von verschiedenen Banken. Und ich kann das auch so ausdrücken, dass ich sage, ich zähle mal, wie viele Banken operieren in einem bestimmten Distrikt oder in einem bestimmten Staat. Das ist jetzt wieder ein amerikanisches Beispiel. In einem Staat S oder einem Distrikt S zu einem bestimmten Zeitpunkt T. Und jetzt kann ich das Ganze erstmal modellieren mit einer möglichen Einflussgröße Treatment, darüber wird gleich noch zu reden sein, und einer zweiten Einflussgröße, die dann eben die Zeit repräsentiert, nämlich zum Beispiel vor oder nach der Einführung eines bestimmten Treatments. Wie in jedem Regressionsmodell gibt es auch hier einen Fehler E, auf den gehe ich nicht weiter ein, aber so ein Modell kann angereichert werden durch einen letztlich Interaktionsterm, der dann hier sozusagen im Subskript auch schon den Namen Difference in Differences führt. Dieser dritte Term hier, der ist eigentlich der Interaktionsterm, nämlich aus Treatment, ja, nein, also Kontrolle versus Treatment, Schweden versus Norwegen oder hier in dem Bankenbeispiel wird es gleich um zwei verschiedene Districts gehen, sozusagen, die unterschiedliche Geldpolitik eingeführt haben. Und das Ganze mal dem Zeitpunkt sozusagen, sind wir vor oder nach der Einführung einer bestimmten Maßnahme. Um das mal an diesem Bankenbeispiel ein bisschen zu erläutern. Das Beispiel ist wiederum von Angrist und Pischke, ist ein ökonometrisches Beispiel, aber es ist so ganz eingängig. Die Forschungsfrage hier hinter ist, führt eine liberalere Geldpolitik, das klingt erstmal gefährlich, in Zeiten von einer wirtschaftlichen Krise eine liberalere Geldpolitik zu machen, also Zinsen zu senken letztlich. Führt es dazu, dass Banken sterben, also das System letztlich irgendwie an den Kollaps kommt? Oder ist das vielleicht gar nicht so schlimm? Führt es vielleicht sogar dazu, dass Banken überleben und damit das ganze Finanzsystem eigentlich stabiler bleibt? Annahme war hier zunächst, wir reden über Daten in der Great Depression, also manche von euch kennen jetzt vielleicht noch die große Bankenkrise 2008, der Lehman Brothers Pleite, aber wir gehen jetzt nochmal 80, 90 Jahre zurück zur Great Depression, dem großen Bankensterben damals auch in den USA. Und zwar vom Jahr 1930 auf das Jahr 1931. Was ist da passiert? Erstmal, das ist der Common Trend, ihr seht in diesem kleinen Graph hier, bitte nur, ich habe jetzt schon hier Farben eingezeichnet. Bitte guckt, stellt euch mal nur die zwei original gedruckten Linien. Das sind so zwei, was war, nee, so rum, stimmt. Zwei abfallende Trends. Das ist ein Bankensterben. Es gab 1930 mehr Banken als 1931. Ja, Bankensterben. So.
Die Grundidee ist hier wieder eines Counterfactuals oder eines Potential Outcomes. Wir reden jetzt gleich über zwei Distrikte. Das ist sozusagen die zwei Treatments, die vermuteten Treatments oder die zwei kausal vermuteten Treatments, nämlich im sechsten Distrikt eines Staates dort war es so, dass eine andere Geldpolitik verordnet wurde. Es hieß, wir verleihen trotzdem billiges Geld trotz der Krise. Und im achten Distrikt war die Maßgabe, wir verleihen weniger Geld, also letztlich höhere Zinsen. Und die Annahme des Common Trends wäre, erstmal Bankensterben findet einfach statt. Vor allem, wenn diese Geldmaßnahme jetzt erstmal, wenn die zum Beispiel keinen Effekt hat, ja, wenn der kausale Effekt null wäre. Was dann aber beobachtet wird in den Daten, ist jetzt einfach erstmal ganz deskriptiv, ist eine Nicht-Parallelität. Und das ist das, was wir Psychologinnen und Psychologen als so haben wir uns Interaktionen ursprünglich mal angenähert, dass wir gesagt haben, ich habe hier zwei Faktoren, Treatment und Zeit, also vor und nach, oder sagen wir 1930, 1931 einfach, zwei Messzeitpunkte. Und diese Trends sind nicht parallel. Also das, was beobachtet wurde, ist das, was ihr hier in Orange seht. Sprich, muss ich kurz gucken, im achten Distrikt ist das? Nee, Entschuldigung, im sechsten Distrikt, genau, dort, wo die Geldpolitik so vermeintlich verrückterweise liberalisiert wurde oder liberal blieb, niedrige Zinsen. Dort gibt es also 1931 zwar auch weniger Banken als 1930, aber nicht so wenig, wie man erwarten würde unter der Annahme eines Common Trends. Ja? Ihr seht also schon, der achte Distrikt, der funktioniert quasi wie so eine Kontrollgruppe und der wird aber genauso zweimal zu zwei Zeitpunkten beobachtet und der soll uns sozusagen als Schätzer dafür dienen, was dieser Common Trend eigentlich ist. Man kann es sozusagen noch zuspitzen und kann sagen, was wir bei Difference in Differences eigentlich modellieren oder was uns eigentlich interessiert, ist ein sogenannter, ist auch ein Average Treatment Effekt, aber man nennt es manchmal auch der Average Treatment Effect on the Treated. Nur in denen sozusagen, im sechsten Distrikt in dem Fall, wo auch quasi eine Maßnahme, eine mögliche ursächliche Maßnahme, ein Treatment stattgefunden hat, dort wollen wir sehen, was ist eigentlich der Effekt des Treatments. Also formell ausgedrückt, was ist der Unterschied im Erwartungswert für die Outcome-Variable, pre minus post oder post minus pre, also diese Differenz, wenn das Treatment stattgefunden hat, sprich im sechsten Distrikt. Ja. Diese Grundidee ist also in meinen Worten jetzt erstmal die einer Interaktion und die des Aufnehmen eines Interaktionsterms, aber eben nicht, muss man auch wieder vorsichtig sein, nicht jede Interaktion, die du beobachtest, ist kausal, aber hier ist eben die Absicht, durch das Identifizieren eines Ceteris paribus möglichst vergleichbaren Distrikts, also zum Beispiel 6. und 8. Distrikt, grenzen aneinander, ähnliche sozioökonomische Bedingungen, vielleicht ähnliche Bevölkerungsdichte, ähnlich gute wirtschaftliche Indikatoren etc. Ja? Dann ist der 8. Distrikt deshalb eine gute Art Kontrollregion für den 6. Distrikt, weil er sich wiederum nur in diesem einen Merkmal, nämlich hat er die Geldpolitik eingeführt oder nicht, unterscheiden würde. Ja? Das kann man dann ein bisschen noch erweitern, wenn man also wenn man seine Leserinnen und Leser überzeugen möchte, dann würde man das jetzt vielleicht nicht nur mit den Jahren 30 und 31 machen, sondern man kann die Differences in Differences auch ein bisschen komplizierter letztlich modellieren und kann sagen, ich schaue vor dem Auftreten meiner Intervention nicht nur einmal, sondern möglichst viele Zeitpunkte, vielleicht viele Jahre oder viele Monate habe ich vielleicht Messreihen vorher. Dann kommt die Intervention. Das ist hier nochmal in Orange gezeigt, das ist 30 auf 31. Und dann kommen wieder viele Jahre danach, in denen wiederum keine Intervention da ist. Wenn die Difference in Differences funktioniert haben in einem kausalen Sinne und ich sie so interpretieren kann, oder ich traue mich nur, sie so zu interpretieren, wenn ich eigentlich vorher im Prinzip eine Parallelität habe, beziehungsweise wenn ich keine Parallelität habe, bekomme ich auf jeden Fall eine Veränderung sozusagen, das Unterschied sozusagen, also der Trend, die zwei Trends unterscheiden sich jetzt rund um die Intervention. Und danach, wenn die Intervention auch wieder vorbei ist, kann man sagen, dann sollte es eigentlich auch wieder parallel quasi weitergehen. Ja? Also man kann sagen, vorher
war der Unterschied zwischen den in der Anzahl Banken zwischen dem 8. und 6. Distrikt so und so. Dann ging es runter, Wirtschaftskrise. Jetzt kommt eine Intervention, dann bekomme ich sozusagen in beiden eine Abnahme. Aber in der Average Treatment Effect for the Treated fällt also sozusagen kleiner aus. Das ist der kausale Effekt dieser Geldpolitik, so würde ich das interpretieren. Und nun gut, nun sind also 6. und 8. Distrikt näher zusammen und dann geht es eben wieder quasi parallel weiter, aber eben parallel mit kleinerem Unterschied. Ja, das ist also hier die Grundidee. Die Difference in Differences finden wir auch, ähnlich wie die Regression Discontinuity Designs, gerne und zahlreich in solchen politischen Maßnahmen. Also wenn es darum geht, den kausalen Effekt bestimmter politischer, auch gesundheitspolitischer Maßnahmen zu erkennen. Dazu habe ich euch noch eine Studie mitgebracht, die das mal ein bisschen also so ein reales Szenario zeigt. Hier ging es wiederum um die Legalisierung von Marihuana. Also wir kreisen um unsere Frage, um unsere Lieblingsfrage, ob der Marihuana-Konsum oder Cannabiskonsum kausal ist für das Auftreten von Psychosen. Aber genau dafür habe ich jetzt hier keinen Datenpunkt, aber ich habe einen Datenpunkt gefunden, der fragt, ein bisschen wie mit dem Minimal Legal Drinking Age. Also wenn wir jetzt einführen würden in bestimmten Staaten, dass wir das Marihuana legalisieren, dann ist ja immer ein politisches Argument, das sollte man nicht tun, denn dann geht auch der Missbrauch von Cannabis hoch. Und was die Autorinnen und Autoren hier versucht haben, ist dafür ein Difference in Differences Design zu machen. Was haben sie gemacht? Sie haben sie ausgenutzt letztlich, dass in amerikanischen Staaten, die vielleicht in vielerlei Hinsicht vergleichbar sind, die Staaten sich hinsichtlich ihrer Drogenpolitik unterscheiden. Und noch besser, vielleicht gibt es generell einen gesellschaftlichen Trend, Marihuana zu legalisieren. Aber wann, zu welchem Zeitpunkt ein bestimmter Staat das einführt, ist ja ihm überlassen. Und man bekommt dann, wenn man über mehrere Jahre ein bisschen makroskopischer schaut, das interessante Bild, dass eigentlich vergleichbare Staaten, Common Trends, zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Legalisierung von Marihuana eingeführt haben. Und dann ergibt sich Difference in Differences, die interessante Möglichkeit, hier solche Vergleiche anzustellen. Man sieht es hier im Abstract, ist es auch gezeigt und hier, um das vorwegzunehmen, also die haben hier quasi vier Staaten identifiziert: Montana, Rhode Island, Michigan, Delaware. Ja, so ein bisschen die mittlere, also keine so besonders riesigen Staaten, alle irgendwie so ein bisschen kleiner, vermutlich, ohne dass ich jetzt hier ins Detail gehe, vermutlich vergleichbar hinsichtlich einiger wichtiger Parameter. Und die vier haben aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten Marihuana legalisiert. Um die Schlussfolgerung vorwegzunehmen, die Autoren konnten keinen Effekt feststellen, keinen kausalen Effekt. Wir werden jetzt also gleich so eine Art Null-Effekt sehen. Aber viel spannender als das eigentliche Ergebnis finde ich auch das Design dieser Studie, weil sich jetzt also hier die Situation ergibt. Guck mal auf die X-Achse, Entschuldigung, die X-Achse ist einfach nur Zeit. 2003, 2004, 2005 bis 2009. Eingezeichnet finden wir, wann hat MT ist Montana als erste legalisiert, 2004. 2006 Rhode Island und 2008 zog Michigan noch nach. Delaware weiß ich gar nicht, aber Delaware hat dann wahrscheinlich nämlich gar nie legalisiert. Genau. Und die Bögen, die jetzt hier eingezeichnet sind, sind mehrere Arten, wie man jetzt solche Difference in Differences Vergleiche hier machen kann. Dass man nämlich sagt, wenn ich 2003 sind alle Länder noch nicht legalisiert, ja, und ich kann jetzt auf den Cannabiskonsum, den Erstkonsum oder den berichteten Konsum von Cannabis schauen. Hätte alle Länder eigentlich sozusagen, können jetzt in unseren Worten auch mal sagen, eine Art Baseline-Messung. Und wenn wir dann auf 2005 gehen, ja, wo die nächste Erhebungswelle vielleicht von so einem Youth Survey war, sodass man überhaupt Cannabis-Gebrauchsschätzungen machen kann, dann kann man sagen, dann ist es ja interessant zu fragen, was ist jetzt in Montana anders, die zwischendrin ihre Legalisierung hatten quasi, ja. Und ihr könnt diese Bögen mal so nachvollziehen. Die Autoren haben es dann auch daneben geschrieben, was jeweils quasi die interessanten Vergleiche sind. Ja? Und warum das Paper auch noch interessant ist, ist, dass man im Methodenteil dann wirklich quasi, wie ich es euch gerade aus dem Lehrbuch hingedruckt hatte, bei dem Beispiel mit den Banken, hier auch die Gleichung sieht. Die Autoren sagen uns: We estimated regression models of the following form, also ein Intercept-Term,
dann ein Term für den Start, der gerade betrachtet wird. Ja, also ein Set Dummy-Variablen, was den Start kodiert, also Delaware, Michigan, Rhode Island und so. Dann Zeitpunkt, wann in diesen mehreren Jahren sind wir gerade, irgendwo zwischen 2003 und 2009. Und dann ganz wichtig, Difference in Differences, den Interaktionsterm aus welcher Start zu welchem Zeitpunkt. Ja. Und das wird dann auch hier nochmal gesagt, das habe ich hier nochmal orange unterkringelt, the Interaction Term, also das Produkt letztlich aus Start. Indikator und Zeitpunktindikator is interpreted as the difference between the, was ist MML-State? Ach so, ob es legalisiert war oder nicht. Also sozusagen dem, ist es legal oder nicht? And the comparison state in the average change in, also dem einen Staat, wo es schon legal ist und dem anderen Staat, wo es noch nicht legal ist, zu diesem Zeitpunkt, the average change in adolescent marijuana use from the pre-policy time to the post-policy time. Also, Vor Legalisierung, nach Legalisierung, mal der eine Staat, der das Gesetz eingeführt hat, der andere, der es nicht eingeführt hat. Besonders lustig, das habe hier auch das kleine Wiederaufpoppen sozusagen von David Hume, der sich nochmal zu Wort meldet. Sie sind auch ganz explizit über die Annahme, die dahinter steht, ähnlich wie wir es vorhin beim Regression Discontinuity Paper gesehen hatten, wo ganz explizit gesagt wurde, was ist die kausale Annahme. Die Autoren sagen nämlich hier auch, The Difference in Difference Method assumes that the two states, Achtung, counterfactual, would have been identical trends, would have had identical trends in adolescent marijuana use, if the minimal marijuana legalization oder wie das MML heißt, also die Legalisierung, had not been enacted, also wenn die nicht aufgetreten wäre, ja, dann wäre diese Interaction Term auch null. Also, wie wäre der Zustand, wenn ich das Treatment nicht gemacht hätte? Man kann ganz zum Abschluss vielleicht, man kann die Frage stellen, die ist allerdings nicht so zielführend, deshalb war ich unsicher, ob ich es überhaupt hier mit reinnehme, aber ich zeige es euch trotzdem kurz. Man kann sich fragen, wie stelle ich jetzt so diese Difference in Differences Logik in einem Directed Acyclic Graph dar? Vorneweg sei gesagt, das ist nicht ganz so trivial, weil ich mich entscheiden muss. Da gibt es mehrere richtige Arten, wie ich Zeit in einem Graph repräsentiere. Das haben wir bisher noch gar nicht so explizit gemacht, aber diese Graphen, die wir angucken, die waren immer sehr, sehr statisch. Wenn wir jetzt Veränderungen über die Zeit abbilden wollen, das müssen wir bei Difference in Differences, weil es uns um Trends geht. Es geht immer um mindestens zwei Messzeitpunkte vor und nach der Einführung einer Maßnahme in einer der Gruppen, könnte man auch sagen. Oder jetzt war es hier immer in einem der Staaten und in einem der Distrikte. Eine Darstellung, die ich euch anbieten möchte, ist die, dass man sagt, erstmal ist es eigentlich ein Konfundierungsproblem. Nämlich, eigentlich mich interessiert, was macht das Treatment mit dem Outcome. Und man könnte jetzt sagen, so ist es hier auch gezeigt, Time ist eigentlich eine konfundierende. Time führt erstmal dazu, 100% konfundierend, dass das Treatment also auf 1 oder auf 0 geht sozusagen. Also Pre-Treatment ist auch früher in der Zeit. Das ist quasi perfekt konfundiert. Ja? Quasi, wenn ich früher in der Zeit bin, bin ich vor dem Treatment, wenn ich später bin, bin ich nach dem Treatment. Okay, aber dann weiß ich nicht, liegt es an der Zeit oder liegt es am Treatment. Also die zwei sind ganz fest versteift miteinander sozusagen. Und natürlich ist es auch so, dass die Zeit den Outcome verändert. Das ist dieser Trend sozusagen, den wir im Bankensterben gesehen haben. Oder vielleicht auch das haben wir jetzt nicht so mit dem bloßen Auge, habe euch die Daten gar nicht gezeigt, aber vielleicht gibt es auch einen Trend in der Cannabiskonsum. Also Zeit tickt, wie man auch sagt, Trends in den Daten. Und das ist erstmal eine Konfundierungssituation. Und jetzt könnte man quasi paradoxerweise argumentieren, und das tut dieser Text, den ich euch hier, oder dieses Bild, das habe ich aus dem Buch, das heißt The Effect, das ist auch so ein Online-Buch zu Causality. Und der Autor hat sich quasi entschieden zu sagen, eigentlich ist es eine Art zweiter Backdoor-Path. Also Time ist ein Backdoor-Path, seht ihr das, ja? Von Treatment zu Outcome. Die konfundierende Zeit wirkt als Common Cause auf Treatment und auf Outcome. Im Prinzip ist es so, dass wir sagen, oder wir testen jetzt, wenn es kausal ist, balancieren wir das quasi mit einem zweiten Backdoor-Path, so könnte man es argumentieren, nämlich mit einer Art Gruppe, die
Gruppe, also die das Treatment dann auslöst. Also der eine Staat macht das Treatment oder nicht. Das kann man sich so einzeichnen. Man könnte sagen, Gruppe führt dazu, dass das Treatment stattfindet oder nicht stattfindet. Und Gruppe verändert vielleicht auch den Outcome. Und durch dieses Interaktionsspiel, was wir machen, kann man, so kann man sich das ein bisschen vorstellen, kontrolliert man sozusagen für den jeweiligen, man marginalisiert, man adjustiert für den jeweils anderen Effekt quasi. Ja. Zum einen stratifizieren wir für Gruppe, indem wir in die Gruppen einzeln reingucken, sozusagen. Das ist ein bisschen wie im Simpsons Paradox. Und zum anderen stratifizieren wir aber auch für die Zeit. Das sind dann die Differenzen in den Differenzen, weil wir in jeder Gruppe quasi dann über die Zeit schauen. Langer Rede, kurzer Sinn hier ist, dass die DAGs für Difference in Differences vielleicht nicht so zentral sind. Aus dem einfachen Grund, dass Difference in Differences eher eine Analysemethode, sozusagen ein analytischer Ansatz ist, als eine wirklich jetzt andere kausale Struktur. Es ist also eher, wie ihr seht, ein bisschen mühsam, sich das kausal wieder aufzumalen. Der Vollständigkeit halber sei es hier aber gezeigt. Allerletztes Beispiel, dann ist das Video beendet. Wiederum auch für psychiatrische Themen. Gerade vor kurzem hat ein Kollege, der eigentlich eher aus der Psychiatrie kommt, Phil Corlett in Yale, mit seinem Team zusammen untersucht, inwiefern, ja, man könnte sagen, so paranoides Verhalten oder paranoide Beliefs, also Verschwörungstheorien letztlich so, aber gemessen eigentlich in einem Verhaltensexperiment, wo die Menschen so gewisse paranoide Neigungen zeigen konnten, ein ganz cleveres Online-Experiment war das, haben sie untersucht, inwiefern das eigentlich zusammenhängt, wiederum amerikanisches Szenario, ihr seht da oben so die amerikanische Landkarte, mit dem Staat, aus dem die Menschen kommen. In unserem jetzigen Logik könnte man also sagen, wiederum das Treatment ist eigentlich, gibt es ein Mask-Mandate oder nicht in dem Staat? Hatte der Staat eine Maskenregel oder nicht? Und hat das einen kausalen Effekt, hat es etwas verändert an den paranoiden Beliefs, mit denen die Menschen in diesen Staaten rumlaufen? Das ist also eine psychiatrische Fragestellung und man könnte auch sagen, eine epidemiologische Fragestellung. Aber ich habe euch den Graph nur zum Abschluss mitgebracht, weil ihr hier quasi mal so im Einsatz nochmal seht, wie sich das als ein Difference in Differences Design ausdrückt. Wir haben erstmal einen Verlauf, dass über die Zeit, das ist hier rund um den Ausbruch der Pandemie könnte man eigentlich sagen, also hier von Januar 2020 bis Juli 2020, das erste Halbjahr, dass paranoide Beliefs zunehmen. Common Trends, ihr seht, das ist nicht unbedingt jetzt perfekt parallel, das kann man dann, man kann das auch modellieren, da bin ich jetzt nicht groß drauf eingegangen heute. Man modelliert letztlich den Trend in beiden Ausprägungen, also in der Gruppe oder in dem Treatment Mask Mandate und in dem anderen getrennt. Im Kontext einer Regression sind das, würde man sagen, die Haupteffekte. Ja, und jetzt geht es aber um die Interaktion der beiden, die man dann hier hinten sozusagen ablesen kann. Inwiefern gab es eine Nicht-Parallelität im Outcome dann sozusagen. Und das wird dann interpretiert als der Mask-Effekt. Nett finde ich auch, wenn ihr euch das nochmal durchlesen wollt, dass hier in dem Methodenteil nochmal in a nutshell kurz gesagt wurde, Causal Inference, was haben wir gemacht? Wir haben einen Difference in Differences Ansatz gemacht mit diesem einfachen Regressionsmodell. Und das ist dann auch wirklich mein letztes Slide, weil uns das zurückführt eigentlich zu dem, was wir jetzt ab nächster Woche dann wieder ganz grundsätzlich machen wollen in Statistik 3, nach dieser langen Auseinandersetzung mit Kausalität, dass wir jetzt mal sagen, okay, mit welchem mathematischen Handwerkszeug machen wir das eigentlich? Und dabei landen wir dann bei unserem guten alten General und dann auch später dem Generalized, auf jeden Fall dem Linear Model. Danke, ciao.